Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, wieder mit dem üblichen Leck und mit MTB Crafter. Hallo. Und wie gewünscht fahren wir heute mal den USH 405 mal wieder aus. Sind wir beide länger schon nicht mehr gefahren. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe den IKV noch dabei, weil ich den auch mal wieder mit dem Laser Rangefinder ausprobieren wollte. Hat in den letzten Tagen, letzten Wochen, letzten Monaten nicht so gut funktioniert mit dem Gerät. Der ist mir einfach viel zu langsam. Der ist schon echt lahm für ein Light, ne? Ja, das stimmt. Aber ich bin auch schon echt lange nicht mehr gefahren. Ich bin generell ziemlich selten Schweden gefahren. Auf der Map würde der sich sogar richtig gut anbieten, aber wie gesagt, soll ja erst mal um den Usch gehen. Ja, das stimmt. Wird der gerade schon auf uns geschossen, oder was war das? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Verbündete. Marder. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier mache gerade. Ich fahre einfach. Ich würde sagen, wir fahren hier ja nicht ganz so weit, hier ins äußere Ende der Stadt und dann gucken wir, alles was von rechts kommt und nicht einen blauen Tag über dem Kopf hat, wird abgeschossen. Okay. Auch die Grünen. Oh, Alter! Hör auf, es ist Sonntag, lass meinen Kopf in Ruhe. Ja, ja, ja. Pfeift ganz schön. Hörst du was? Nur dich. Ja, nur dich. Der Turm pfeift voll, wenn der sich dreht. Ja. Okay. Willst du hier reingucken und dann guck ich weiter? Frontal hier. Ja. Dürfte ihn nicht scouten. Da ist aber auf jeden Fall was. Ich weiß nicht genau, wo er hin ist und was es war. Need cover. Ich sehe es leider nicht, ich höre es auch nicht. Ich höre ja, nur unsere Made. Kann sein, dass der irgendwie hinter dem Hügel da ist. Attention to the map. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da ist markiert. Mie. Ich fahr mal hier ein bisschen in die Stadt ja, rein, mach guck, das. Ob ich rechts was machen kann. Da habe ich gerade einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Ja? Die Russen-20er hört sich echt böse an. Vor allem in diesem Fahrzeug hier. Ja, gut, in dem Fahrzeug hört sich alles, was größer als ein 7-7er ist, gruselig an. Der hat mich gesehen. Wo steht der? Ich wollte ihn spotten, aber der steht ziemlich da, wo ich markiert bin, wo ich gestorben bin. Nur weiter außen. Also weiter weg von mir oder mehr hin zu mir? Fährt in deine Richtung. Dürfte jetzt hier sein. Ungefähr. Attention to the map. Ich höre ihn, aber ich will nicht ums Eck fahren. Der ist stabilisiert, ich nicht. Na, der hört dich wahrscheinlich auch. Ja, gleich. Nein, hat er nicht. Schüpsch. Alter. Ich weiß nicht, wann BMP2 für mich das letzte Mal so gruselig war. Ja, man fährt auch nicht oft in einem so extrem leicht gepanzerten Fahrzeug. True, true. Alter, meine Pumpe. Die geht bei sowas immer richtig ab, bei dir auch? Nicht so stark wie beim Heli-Fliegen. Also beim In-Game-Heli-Fliegen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie immer das Schlimmste für mich. Also was Pumpe angeht. Ja, was Pumpe angeht. Pumpe, Digga. Ja. Bei dir auch so, dass du immer erst den linken Werfer leer machst und dann den rechten? Ich
Ich komme nie so weit. Okay. Aber ja, wenn. Wenn dann ja, bestimmt. Kann gut sein. Vergesst meistens. Ach, Heilige, bist du laut! Ja, ich bin ein Leid. Die sind laut. Ich bin laut, ich bin ein Leid. Nein, warte, was? Es ist irgendwie so falsch, dass Leids in diesem Spiel so laut sind. Ja, sonst könnten die sich doch anschleichen. Irgendwo hier in die Richtung ist was. Ja. Ich guck gerade in die Richtung. Die hier. Mhm. Da scheint aber nichts zu sein. Okay, wir weißt du was, sollen wir mal Nee holen? Ja. Aber da waren, glaube ich, gerade ziemlich viele Gegner. Da um B rum. Da sind vor allen Dingen viele Gegner hinten bei C. Ja. Sollen wir B die cappen und dann mal bei C aufräumen? Dann wissen die halt, dass hinter denen was ist. Ja, aber irgendeinen Punkt müssen wir jetzt die cappen. Oder wir holen die cappen B und holen dann A. Irgendwie sowas. Ja. Da war gerade eine Bombe involviert. Hat's bei dir auch geleckt? Ja, ja, ja. Ich glaube, das waren sogar drei Bomben, wenn ich mir die Abwehr sage. Ja, ja. Nein, heute nicht. Links. Hier. Hör ich was? Achtung. Oh ja. Oh, da kann ich mehr schießen. Wo denn die? Ich sehe nicht genau. Ich auch nicht. Ach, da. Sorry. Alles gut, alles gut, alles gut. Cappen wir oder? Ist die Frage. Also du bist definitiv nicht schnell genug, um irgendwo anders schnell hinzukommen. Stimmt, ja. Au, oh, Flugzeug. Fahr mal einen Donut. Also einen Preis. Ein Donut? In der Richtung ist nass. Glaube ich. Irgendwo Richtung 240. Oh ja. Vier Nachen unter ihm, direkt an. Bisschen heavy. Wo? Ah, okay, da. Ich muss kurz Raketen nachladen, ich kann mich hier gerade nicht wegbewegen. Mhm. Ich guck mal, was das ist. Need cover. Oh, ein Cover 2. Ja, dann gönn ihn. Ja, der guckt mich an. Ja gut, dann lass ihn dich angucken, dann bin ich gleich soweit und schieße eine Rakete rein. Mhm. Warte mal, kommt der ums Eck jetzt, oder? Ich glaube ja. Kannst du deinen Arsch ein bisschen nach rechts drehen? Oh, da kommt noch einer, verdammt. Au. Koffer 2 kommt auch. Sehr schön, da kommt noch einer, neben dem, der mich gekillt hat. Ja, genau. Er hat so viele Raketen reingekriegt. Das ist typisch, typisch Russen. Ja. Ich glaube jetzt, ja. Ich habe ja gesagt. Okay. Seit wir diesen Clan-Hubschrauber haben, sind wir total bescheuert. Ja, waren wir davor schon. Ja, aber noch schlimmer für mich. Ja. Was meinst du? Jetzt gewusst. Guckst du mal bei B, da ist ein T-54. Ja, ich guck. Pass auf, hier ist noch eine Banshee. Ja, hier fliegt eine Banshee rum, eine M2H. Mhm. Und noch was, eine U6. Beides Gegner, die ich nicht treffen möchte, ehrlich gesagt. Also im IKV. Ja, ja, ja. Ich guck mal. Jesus, 6 weg.
entschieden geguckt. Ups. Hab da ein Heavy für dich markiert. Ich hab da was. Au, dran. Willst du mich veräppeln? Hier, außen. Steht ein BMP, hol ihn dir. Ach, ich bin. Okay, du bist tot. Ein wenig. Ach, so eine Drecksau. Das hat so gut angefangen. Oh, ich hab seine Optik. Vom was? Vom BMP? Vom BMP, ja. Sehr gut, das würde meine Lehre sein. Ich komme mit der SK-60, wenn er bis dahin noch lebt, hole ich ihn mir. Ja, ja. Sehr schön, mein Mörder ist tot. Beim Gegnerteam ist No-Aim. Grüße gehen mal wieder raus. Die trifft man echt überall, wie Heuschrecken. Ja, das sind ja auch genug. Wie viele Clans sind es jetzt? 10 Clans, 128 Leute? Meine Herren. Ich hab keine Ahnung. Also wir sind jetzt 2 Clans, 128 Leute. Über den dritten wird gerade debattiert, aber das war's dann. The enemy is winning. We must counterattack. Willst du mir gleich mal den BMP markieren? Grob, ich muss nur die Richtung wissen. So, jetzt. Hier ungefähr, vor mir. Immer noch am Haus? Da unten. Da. I see. Natürlich hat er das überlebt. Soll ich? BMPs sind so ein schlechter Witz mittlerweile. Soll ich mich drum kümmern, ja, oder? Ja, wenn du willst. Jetzt ist er weg. Da, wo ich markiere. Da sind Bäume. Boah, Alter. Also die Kanonen von der SK-60, hier fährt einer rum, müssen präziser werden. Also ich habe sie noch nicht komplett ausgebaut, aber meine Herren sind auch präzise. Oh, da ist noch ein Baby. LOL. Entschuldigung. Oh, verdammt. Ey, ich hasse BMP-1er. Ist der Wahnsinn, ne? Also was die teilweise einstecken. Ja, in die Wanne vorne rein, alles kaputt außer das. Wo war der? Habe ich markiert, da wo ich gestorben bin. Kann ich jetzt nicht direkt da, wo du gestorben bist. Ah, ich sehe ihn. Ah. Ich sehe ihn, ja. Hab ihm leider nichts mehr gemacht. Meine 2 Kugeln waren nicht genug. Die SK-60 könnte ein bisschen mehr Muni gebrauchen. Ja, die Gondeln sind ja groß genug. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das historisch korrekt ist, dass sie nur so wenig Muni hat. Weil wenn ich mir die Gondeln eigentlich angucke, dann würde... Also, aus amerikanischer Sicht viel mehr reinpassen. Ja, der Muni-Gurt geht gar nicht bis nach hinten. Okay, war für einen Einstieg in Ordnung, aber das... Nee, ich sag jetzt nicht, dass es besser werden muss. Und ich sag jetzt am besten auch nicht, dass es die letzte Runde, weil... Derjenige, der bei Jans Stream mitgeguckt hat, der Stream, der vor 4 Tagen war, der wird wissen, was passiert, wenn ich sage, letzte Runde. Guckt ihn euch noch an, wenn ihr ihn nicht angeguckt habt. Beste Staffel. Welch Wunder, welch Wunder. Ich glaube, ich mache mal wieder so ein Best-Squad-Ding an. Wo war das hier? Ich habe minus 12.000 gemacht. Was? Und in der Runde davor minus 23.000. Alter Vater. Ja, Schweden sind echt teuer. So, teuer. So, vielleicht jetzt mal Top-Tier. Da waren schon die SK-60 21.000. Was? Echt? Ja. Warum? Also so effektiv ist das Ding jetzt auch nicht. Das sind aber Leute. Schweden. Wobei. Wir könnten auf den Assi-Sniper hier. Weißt du, was ich meine? Hinterm Spawn direkt, oder was? Wir sind 7-3. Ja, ich aber weiß, zu zweit kommen wir da nicht gut hin, oder? Das ist schwierig. Also ich würde mich da mal hinstellen. Ich habe mich da noch nie wirklich hingestellt, weil ich es eigentlich nicht mag. Die Kugel fliegt halt ziemlich langsam, also wirst ja, du... Ja, ich weiß. Jetzt nur die Frage, wo ich hinfahre. Ah, du Sau! Wir können uns doch da oben will dir eigentlich nur Platz machen. Alternativ, was du halt machen kannst, ist hier rüber.
Jetzt gar nicht, wie man da am besten hinfährt. Wie hoch? Gesagt, ich war da noch nie. Und da oben. Ja, schon, aber wo die beste, schnellste Strecke ist, weil es ist schon steil an manchen Ecken. Ja, es geht aber. Da. Wow, ja, man kommt da relativ schnell dahin. Ja. Das haben sie nicht rutschig gemacht. Nee, warum auch? Ist schon ein bisschen bescheuert, dass ich jetzt hier so direkt rüber gucken kann. Schießen die Gegner? Mhm, die Gegner schießen. Da ist ein STRV. Ne, warte, ein Centurion heißt das ja normalerweise. Ja, da kann ich eh nicht hingucken. Von den normalen Spots hier, die es so gibt auf dieser Map. Ja, die Granaten fliegen echt langsam. Oh, der bewegt sich immer genau dann, wenn ich schießen will. Ja, das ist das Problem an diesen langsamen Granaten. Man kann halt auch unglaublich einfach ausweichen, wenn man einigermaßen schnelles Fahrzeug hat. Ja. Gerade auf so große Distanz, wo der Laser Rangefinder echt nützlich ist. Ist im Starship nichts anderes. Ja, gut. Also, Basis finde ich den Spot jetzt nicht unbedingt. Ups. Oh. Nein, warum fahr ich? Eieiei. Hilfe. Das ist ja noch einer. Hast du schon wieder Spaß da hinten? Warum hast du schon wieder Spaß da hinten? Ich weiß es nicht. Schon wieder dämliche Gegner. Warum habe ich das überhaupt überlebt? Ja, also die Pussy ist in Ordnung, aber ich persönlich finde sie jetzt nicht sonderlich spannend. The enemy is getting closer to victory. Stehst du eigentlich? Oh, irgendwo bei Arbon. Richtung C. Lol, was? Was? Lol. Ich hab von hinten eine reingekriegt, die stehen bei unserem Assi-Spawn. Also die stehen hinter unserem Spawn. Ja. Da wo ich dir gesagt habe, dass du reinfahren sollst. Ja, da war halt kein guter Spot für uns. Das ist ein guter Spot, um auf unseren Spawn zu schießen, aber nicht um auf die Gegner zu schießen. Ja, auf die Gegner, die halt von A kommen, kannst du da schießen. Ja, aber da müssen die erstmal so weit kommen. Nee, also die Map finde ich auch echt nicht cool. Also die hat viel zu viele Stellen, wo du voll unfair spielen kannst. Ja.
Au. Was halt auch richtig mies ist, du kannst ja theoretisch hier hinten drauf fahren. Ja. Das stimmt. Oh wow, jetzt wollte ich ihn mir gerade holen. Diese Map schneiden wir einfach raus, was hältst du davon? Ja, wobei, für dich lief es ganz gut eigentlich. Ja, naja. Ich habe nicht mehr einen Assist bekommen, obwohl ich so viele gescoutet habe. Kannst du mal kurz bei A gucken, ob du irgendwas siehst? Hier fliegen gerade ein paar Flugzeuge. Ah. Ich bin gerade ein wenig im Dogfight. Dann ist diese Bitte natürlich hinfällig. Und ich sehe die Gegner einfach nicht, obwohl er eine knallrote Tarnung hat. Ah, du meinst die Jack? Nee, die F2G. Ja, wo ist der hin? Ah, da. Boah, ey. Na gut, der fliegt weg. Jetzt rein da Spannung. Oh Gott, war das schlecht. Hulululululu. So ein Fiat lädt relativ langsam nach, ne? Ja, ziemlich langsam. Ich glaube 9 Sekunden oder 8 oder so. Ja, ich hab's einfach mal ausgenutzt. Selber überhaupt nicht, aber ich sehe immer wieder Leute damit in so richtig asozialen Positionen stehen, weil du gerade das Rohr rüberschicken kannst. Ja, ja, ja. Wie kann man damit 30er nur Crits machen? An was? An einem Flugzeug. Ja, P51. Leider. Ja, ja, ja. Leider geht das relativ einfach. Gut, ich habe auch die Bodenzähmonie, aber trotzdem. Den Punkt werde ich jetzt mal nicht holen, sonst verrate ich direkt meine Position. Ich hab die Kette. Krass. Da bin ich. Schön, danke. Das ist ein Mutant, okay. Hier fährt auf jeden Fall das Richtung A. R3, so wie es ausschaut. Warte mal, ist der tot? Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Hahaha, gut. Mr. Moon? Hab ich noch gar nicht gehört. Ich hab grad auf eine Leiche die ganze Zeit gefeuert und mich gefragt, warum ich keine Hits generiere. So, jetzt brauche ich Munition. Ich Boah, auch. Ist das Ding rückwärts langsam. Und das dreht halt echt nicht gut. Nee. Der Fahrer kurbelt etwas langsam, das stimmt. Bisschen arg. Also sorry, bei dem Radstand und dem der Kürze quasi, das ist ja fast quadratisch das Ding. Das müsste eigentlich relativ gut turnen. Meinst du nicht? Ja.
Eigentlich schon, ja. Sollte ein guter Turnfighter sein. Magst du mich mal kurz verteidigen, während ich hier oben cappe? Ich hab keine Muni mehr. Du kannst mir trotzdem sagen, ob Gegner kommen. Okay, da fliegt das Spitfire rum, hau ab. Ja, ja. Da fliegt, glaube ich, nicht nur das Spitfire. Aber zwischen A und B ist ein T34. Den ich fahren kann und nur noch zwei Crewmitglieder hat oder so. Lass mich cappen, lass mich cappen. Ich glaube, ich weiß, wo dein Wrack ist. Bist du das hier? Über A? Kann gut sein. Wenn zu halb weggeflogen ist wegen der Bombe? Steht halt oben bei den Steinen, oberhalb von dem Punkt. Boah, ey, die Raketen können ruhig einen Ticken schneller nachladen, ne? Tut mir leid, Leute. Also. Und das war jetzt ein Rohr. Das zweite kommt jetzt erst. Ja, ja, ja. Das stimmt. Aber wie es aussieht, haben wir das Map-Glück nochmal ein bisschen gedreht, zumindest. So, dass du sogar nochmal zurückkommen kannst, höchstwahrscheinlich. Bist schon gelandet? Ja, ja. Ist ganz cool, bei der SK-60 kann man den Umkehrschub in der Luft schon aktivieren. Sollte, glaube ich, auch nicht möglich sein, oder? Wobei, bei dem Ding weiß ich gar nicht mal, weil das sind ja nur die... Ach stimmt, du hast nur diese Klappen, die sich mal die Triebwerkauslässe schieben, ne? Ja, genau, ja. Wenn ich mir gerade vorstelle, dass ich W gedrückt hätte, bevor alles nachgeladen ist, ich hätte mir so in den Arsch gebissen. Und wahrscheinlich sterbe ich jetzt, bevor ich eine Rakete raushau. Wäre auch so typisch ich. Ja. Bei B könnte der T-34 sein. Ey, der Witzka, mein Herz. Schön, danke. Also, killtechnisch funktioniert die Runde für mich, aber ich glaube nicht, dass wir die gewinnen werden. Oh, verdammt. Hab dem eine Kette gezogen? Dem. Hier steht was. Nein, hier habe ich gar nichts gezogen. Der hat mich. Kannst du den vielleicht anfliegen? Oh, direkt bei A, wisst was? Direkt bei mir, ja. Direkt über dem Top, wo ich bin. Ah, der, okay. Ja. Da sind zwei Leute. Wo steht mich? Das ist ein Heavy. Der kann nicht mehr fahren. Da ist aber noch einer im Shorthouse. Also, aber schießen kann der noch, oder? Der da, ja, ja, ja. Der kann noch schießen, ja. Doch, doch. Der guckt mich an. Also, wenn du den von hinten oben anfliegen könntest, von hinten oben nicht mehr weiter. Ja, er kann auf jeden Fall nicht mehr fahren. Okay. Nee. Ja, dass er nicht fahren kann, interessiert mich nicht. Der stiert mich halt gerade an und ist sauer. Ja, ja, ich dreh, ich dreh, ich dreh. Ja, wobei. Wenn wir jetzt keiner mehr stirbt, dann könnten wir sogar noch gewinnen. Theoretisch. Ja, kann er noch schießen. Ja, wenn er jetzt löscht. Ja, ach komm. Er hat beim Löschen, ich hab's Löschen nicht genau abgepasst. Ja. So, wie war das? Das darf keiner mehr sterben.
Ah, ich habe nochmal angezündet. Sehr gut, ich komme auch nochmal mit der SK-60. Kann sich leider zweimal löschen. Also warte mal, der brennt jetzt zum zweiten Mal, ne? Ja, ja, ja. Wie viel Muni hast du noch? Null. Null. Okay, dann gucke ich, dass ich ihn auch nochmal anzünde. Ist der noch markiert? Nee, ne? Nee, aber der dürfte hier so irgendwo sein. Hey, ich weiß, wo auch der bei dem Schloss ist. Ich weiß ja, wo ich gestorben bin. Überleg nur gerade, wie ich ihn am besten anfliege. Weißt du von oben? Nee. Auch tatsächlich. Oh mein Gott, du bist ein Genius. Ja. Und er brennt zum dritten Mal. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass ich dafür einen Abschlusshilfe kriege. Wäre wünschenswert. Sehr schön. Hast du? Sehr schön. Ja, tatsächlich. Teamwork! Jai. Also SK-60 lässt sich wirklich super gut landen. Vor allem auf kürzester Strecke. Was? Die Flugplatz-Flak feuert schon auf mich hier? Ja, ja. Auf der Map ist es richtig schlimm. Auch mit wie räudig ist das denn? Das ist richtig schlimm auf der Map. Über dem Airfield und die Elbe über dem Schlachtfeld nicht feuert auf mich. Ja, wie gesagt. Die Helipads sind noch schlimmer halt hier. Mal schauen, ob ich noch ein drittes Mal ankomme. Bin mir nicht sicher. Bin knapp auf jeden Fall eine Plug, die mich nicht leiden kann und ich kann sie auch nicht leiden. Okay, ich glaube, das war's für uns. Nein. Niemals. Ui! Ach, verdammt! Warte! Ich kann noch fliegen! Ich kann noch fliegen spielen! Na gut! Ich fliege mit einem Flügel, aber ich fliege. Gut, giltst auch nicht als abgeschossen? Nee. Das ist selten in Ground RB, dass man nicht direkt aus dem Flieger geschmissen wird. Ja. Das System habe ich aber auch noch nicht verstanden, woran das liegt. Naja, es war von da, also. Das stimmt. Ja, das stimmt. Boah, jetzt muss ich aber viel mit den Klappen arbeiten. Wenn sich die Spaghetti verknoten, dann stürzt er ab. Wenn nicht, dann nicht. Mhm. Dann komm mal vorbei. Ich bin rechts neben dir, ist 3,5 Kilometer. Ja, I see. Da fehlt mir so ein bisschen was. Ja, da fehlt ein bisschen was, das stimmt. Wie gesagt, es fliegt sich bis auf, dass ich kontinuierlich nach links rollen muss. Ganz gut. Landen könnte schwierig werden, wenn ich niedrige Geschwindigkeiten habe. Ja, landest halt mit hohen Geschwindigkeiten. Kann man die auf dem Rumpf landen? Bestimmt. Naja, oh, sie hat ja Reverse Thrust, also passt das schon. Mission failed? Ach komm, wegen der Hellcat? Ja. Ach Mann. Ich hab gerade noch jemanden schön angezündet. Ja, nervig, aber ich bin nicht gestorben. Und ich bin das dritte Mal zurück zum Schlachtfeld gekommen. Ja. Very well, very well. Normalerweise versuche ich ja gar nicht zurückzukommen, weil ich eigentlich in der Regel nicht rechtzeitig zurück bin. Aber das lief ganz gut. Beste Staffel, wer hätte es anders erwartet? Oh, was kriege ich? 5 Backups. Ich habe nicht Minus gemacht. Warte mal. Economics. Plus 32.800. Erfolgreich mit den Schweden, würde ich sagen. Plus 38.000, trotz Niederlage. Ja. Also, diesmal nur 2 Runden. Das
sind aber schon bei über einer halben Stunde. Es hat länger, relativ lange jetzt gedauert, das Match, aber es hat echt Spaß gemacht, bis auf dieses Verlieren. Ja, also, war ganz lustig. Das immer noch ein Mörderteil, wenn man in eine gute Position kommt, auf jeden Fall. Der IKV 91, ich finde ihn als Gegner nerviger, als dass ich ihn gut finde, wenn ich ihn selber spiele. Aber das ist oft so. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir bedanken uns. Falls ihr Ideen habt, gerne in die Comments. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.